Und meinen auch. Du musst auch alles sagen. Und meinen. Wir sind unterwegs. Wir sind aktuell beim Lagerhaus. Wir geben gerade, beziehungsweise der Papa geht jetzt raus und bringt die Wasserkisten weg. Wir kaufen ja immer Mineralwasser. Also wir kaufen immer stilles Mineralwasser. Wir wohnen ja in Niederösterreich, da gibt es jetzt nicht das allerbeste Wasser. Man sagt so, in Wien gibt es ein richtig, richtig gutes Trinkwasser aus der Leitung, aber bei uns in Niederösterreich. Ein bisschen so. Nachbarn gehen da vorbei, denken sie so, oh, die redet mit der Kamera. Ja, mittlerweile habe ich mich schon dran gewöhnt. Auf jeden Fall müssen wir heute einkaufen gehen und sind einige Sachen zu Hause mal wieder leer gegangen. Frische Sachen, ein bisschen Naschereien, ein paar Knabbereien und Grüß Gott. Grüß Gott. Fleisch müssen wir auch noch kaufen, oder? Grüß Gott. Das. Wo gehen wir jetzt eigentlich einkaufen? Zum Hofer? Hofer? Oder zum Merkur? Zum Hoferpreis. Zum Hofer. Hallo Schatzi, nur zum Hofer? Schau auch zum Merkur danach. Brauchen wir was von dort? Von was? Vom Merkur. Das weiß ich nicht, was wir beim Hofer finden. Also du meinst, nicht. Ah, du meinst, wir schauen jetzt, was wir beim Hofer finden. Und okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Maskenpflicht ist ja bei uns. Also noch nicht ganz laut Gesetz. Laut Gesetz erst ab 6. April. Und noch nicht jeder Supermarkt hat diese Masken schon parat. Wir haben diesmal Handschuhe dabei und ich habe auch ein Desinfektionsmittel dabei. So, der Papa und ich gehen jetzt in den OP hinein. Oder was auch immer. Warum sind die blau? Die sind hässlich. Also keine rosa nennen. Für mich sind doch schwarz. Da, ja, die sind cool, ja. Ja, ja. Ehrlich gesagt ist mir das ein bisschen peinlich mit diesen Handschuhen. Mir nicht. Aber mir schon. Ich komme mir da ein bisschen so idiotisch vor. Machen Sie sich gemütlich. Wieso? Machen wir eine rektale Untersuchung bei den... Prostata. Bei den... Ich hole mal die Sackel raus. Mal. Aber das lasse ich im Auto, gell? Ja, ja. So, also. Rauf. Auf in den Kampf. Also, hier gibt es mal keine Masken. Wir sind fast die einzigen ohne, oder? Ein paar haben auch keine. Ja. Wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben einen fetten Einkauf von 270 Euro. 240. 240? Ja. Aber zu unserer Verteidigung, wir haben auch drei Pampusen gekauft und eine Fritteuse, eine Mini-Fritteuse. Wir planen nämlich ein Video. Und zwar dieses Frittiervideo. Wir frittieren lustige Sachen. Yay, ich freue mich schon. Und das ist unser Einkauf. Yep. Ich habe noch so Boxen auch gekauft. Zum Sortieren einiger Sachen. Ja, jetzt fahren wir heim. In the houseboat, in the houseboat. Diese Handschuhe schauen lustig aus. Zu Hause angekommen, gehe ich jetzt schnell alles vorbereiten, weil wir spontan uns entschieden haben, einen Foodhaul zu drehen. Hi! Ja, wie ist denn da? Foodhaul ist abgedreht, Stativ steht noch hier rum, Baba räumt an, der Patrick, Baba und Patrick räumen alles weg. Die Baba gibt Anweisungen. Ich habe jetzt die Hose probiert, ob sie passt. Baba, soll ich sie behalten oder schaut nicht so schön aus? Mir gefällt sie, aber dir muss gefallen. Ich ziehe sie nicht an. Nie? Nein. Also ich zeige sie euch mal. Also ich frage mal, ich zeige sie euch mal. Also das ist die Hose, wird vielleicht nicht so. So. Das wäre die Hose, ich weiß nicht, irgendwie. So halb, irgendwie finde ich sie nicht so cool. Sie ist auf jeden Fall bequem. Ich weiß nicht, oder? Soll ich sie behalten? Ich glaube, ich behalte sie. Der Baba hat schon mit dem Kochen begonnen. Oh, musst du weinen? Und die Emmy ist hier die ganze Zeit nur am Schnorren. Schatz, das ist nur Zwiebel. Das ist nichts für dich. Das ist nur Zwiebel. Sophie schläft hier. Sophie denkt so, was magst du hier, Emmy? Emmy, magst du Zwiebeln? Ich mag ein bisschen Zwiebeln. Ganz, die ganze Zeit mega unruhig hier neben dem Papa. Sie weiß, oh, hier oben wird irgendwas geschnitten. Schau mal, wie sie rausschaut. Was soll das dir geben? Ich muss ja daraus einen Kuscher holen. Schau mal, wie sie rausschaut. Oh, Emmy, was ist? Kleiner. Geht nur ein bisschen vor, sei nicht so gierig. Ja, genau. Ich gehe schnell mal das Stativ wegräumen. Und dann mache ich
Bananenmuffins mit den Bananen, die nicht mehr so lecker ausschauen, also beziehungsweise die schon mega reif sind, und bevor die ganz schlecht und kaputt werden, werde ich da lieber was backen draus. Mein Teig ist fertig und jetzt fülle ich ihn da rein. Ich habe jetzt diese zwei Silikonförmchen, einmal hier mit Mini-Gugelhupf und Herzen, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Locker nicht, weil ich habe hier für doppelte, also so ein doppeltes Backblech. Ja, schauen wir mal. Schau dir mal bitte an, wie groß meine kleine Michelle ist. Papa, schau dir an, wie riesig die ist. Ist das die kleine Michelle? Sie ist ein Riese geworden. Ah. Ich backe ich übrigens kann Bananen. Ich bin sogar genauso groß wie du. Ich weiß nicht, ja? Schau mal, Michelle, ich backe Bananen auf. Ich glaube, hier habe ich ein bisschen zu viel eingefüllt. Bam. Bam. Ich habe hier noch ein paar, die müssen auch noch gemacht werden. Wo ist die Lara? Der wird genauso enden wie die. Ja, komm, sei nicht so eine Lästerei, Schwestern. Wo ist die Lara? Im Wohnzimmer. So, der Bodenauflauf. Papp. Die Mama hat genau dein Gefühl, meine Frau hat. Die Bohnen setzen schon an, mein Mama. Ja, aber wann hast du gesagt? Die Bohnen, der Bohnenauflauf ist schon fertig. Ich kann nicht reden, die reden ständig hier. Was ist denn? So, wir sind jetzt hier im Wohnzimmer. Oh, die Luisa verwendet uns als Trampolin. Seht ihr diesen Haufen da? Das hat der Papa gewaschen. Ja. Und einfach dahin gefetzt. Wir sind gerade so faul. Eigentlich müssten wir jetzt diese Wäsche falten. Wieso müssen? Naja, schaut ja nicht schick aus, oder? Morgen ist Samstag, machen wir ein bisschen aufräumen. Mhm. Und so. Was halt ich davon? Oh, la la la. Du siehst sehr hübsch aus. Also. Man merkt, dass wir müde sind. Morgen, also planmäßig habe ich mir gedacht, dass wir morgen ein bisschen ausmisten. Und putzen und so. Was hältst du davon? Wieso? Kann dich da sehen, wieso nicht? Wieso putzen, bitte? Du sprichst über Putzen um diese Uhrzeit. Ich hab keinen Bock, ich werde aggressiv nur, wenn ich höre. Nur ein bisschen ausmisten zumindest. Ja, schauen wir mal, morgen ist morgen. Bitte red mal nicht jetzt über morgen. Heute hat... Oh, schau, der Patrick ist unten, Luisa. Unten. Na gut, mein Lieber, wir werden uns jetzt vom Vlog verabschieden. Ich muss mich abschminken. Ich schon. Was ist? Schaut schick aus. Ja. Gut, dann. Tschüss. Tschüss. Morgen seht ihr dann den Food. Schneidest du dieses Video zuerst oder den Foodhaul? Das ist jetzt mein Schnitter. Schnitter. Du meinst Cutter, meine ich. Geiler Schnitter, oder was? Geile Schnitte, du geile Schnitte. Der Papa ist jetzt mein Videoschneider, Cutter. Nein, welches willst du morgen raushauen? Morgen machen wir mit dem Foodhaul. Na, zuerst das, oder? Was ist das? Der Vlog. Ein Vlog. Aber ein Vlog. Na gut, mein Lieben, der Papa ist schon müde, der labert nur Müll, deswegen. Das sieht sowieso aus. Nein! Das musst du drin lassen. Mist. Na gut. Patrick, tschüss. Buongiorno. Der Patrick hat jetzt noch mehr Wäsche raufgebracht. Ja. Ich habe keinen Bock. Ich kenne ja meinen Job. Welchen Job? Den da. Gott. Mach mal dann morgen. Ja, na gut. Tschüss. Ich sage mal, ich habe euch lieb und tschüss. Tschüss.